Haben wir uns erst einmal an die Emotionen gewöhnt, wird es schwierig, sie durch Gegenmittel aufzulösen. Achtsame und bewusste Praktizierende greifen deshalb unverzüglich zur Waffe des Gegenmittels und überwinden Begierde und die anderen Emotionen. Sobald sie sich nur zeigen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Also, ihr wisst ja, Emotionen bedeutet hier immer Störgefühle, belastende Emotionen. Das, was uns das Herz eng macht, den Geist eng macht. Und die beiden Kernaussagen sind, sobald man sich dran gewöhnt, ist der Zug abgefahren, dann kriegen wir es auch gar nicht mehr mit und sind nicht motiviert. Und deswegen, sobald sie sich zeigen, schauen, wo möchte ich meinen Geist hinlenken. Gegenmittel, Waffe des Gegenmittels ist ein bisschen martialischer Ausdruck hier, bedeutet einfach, den Geist dorthin lenken, wo es wirklich heilsam ist. Also gegensteuern, sich nicht einfangen lassen. Und ihr wisst ja, wenn eine Emotion anfängt, ist es viel leichter. Und wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, immer genervt zu sein, geht gar nicht mehr. Wenn wir uns dran gewöhnt haben, unseren Partner, unsere Partnerin in dem oder dem Licht zu sehen, dann findet keine Praxis damit statt. Das habe ich in meiner persönlichen Praxis und auch jetzt erlebe ich das als einen ganz, ganz zentralen Spruch, wach zu sein, genau dann, wenn es sich zeigt, wenn sich so eine geistige Enge zeigt, eine Herzensenge, das mitzubekommen und direkt zu schauen, was würde hier tun, was tut hier gut, und das zu tun. Also unverzüglich, sobald sie sich zeigen. Kein Niedertrampeln, kein Verdrängen, sondern ganz im Gegenteil, ganz bewusst sein, und was braucht es jetzt? Sofort. Ohne es mir damit einzurichten. Wenn ich es mir mit meinen Emotionen einrichte, mich dran gewöhne, das ist der ganze Bereich, in dem ich nicht mehr arbeite. Da bin ich nicht mehr spirituell unterwegs. Habe ich jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen zu dem Vers. Das ist für mich wie ein Schlüssel, ein ganz zentraler Schlüssel für den Fortschritt. Wie ich mit den Emotionen umgehe, das ist ja dann jedem selber überlassen, ob ich erstmal einfach innehalte, ob ich Methoden anwende, die hier Gegenmittel genannt werden oder Heilmittel, ob ich die Sicht ändere, eine andere Sicht der Situation einnehme, ob ich in die Natur der Emotionen schaue oder sie gar als Weg nehme. Das sind so die 5 Schritte, die ich euch hier auch schon mal erklärt habe. Das ist ja dann aus der Situation heraus einfach das, wie ich dann meinen Geist ausrichte. Aber dass ich es nicht einfach so lasse und sich weiterentwickeln lasse, das braucht ganz viel Entschlossenheit. Das ist die eigentliche Disziplin. Wenn wir sagen, als Dharma-Praktizierende brauchen wir Disziplin, dann ist es diese Disziplin, die beengenden, aufwühlenden Emotionen nicht einfach zu tolerieren und ihren Salat machen zu lassen, sondern wirklich präsent zu sein. Da merke ich, dass ich manchmal ein bisschen schlaffer bin, ein bisschen, auf Englisch sagt man lenient, so zulassen, so. Und dann wird man eher auch weggetragen. Und wenn man da ein bisschen wacher ist, ja, jetzt ist der Moment für Dharma-Praxis, jetzt gerade. Das macht einen Riesenunterschied. Und es geht so leicht. Wenn wir es tun, dann, wenn die Emotion anfängt, es geht ja so leicht. Weil sie ist noch klein, sie ist gerade dabei, sich zu zeigen. Das ist der erste Gedanke. Die meisten Emotionen sind nicht schon beim ersten Gedanken ganz stark. Die werden im Laufe von mehreren Gedanken werden die stark, mehrere Geistesbewegungen. Je früher wir reinkommen, desto besser. Ich bin dann so überrascht, wenn ich da so mal bewusst gegengesteuert habe, weil ich meine, das ist jetzt ein echtes Muster von mir. Schon ist vorbei, weil ich wirklich da war. So präsent. Okay, mal gucken, was der nächste Vers sagt.
36. Kurz, bei jeglicher Aktivität, was immer wir tun, uns des eigenen Geisteszustandes bewusst zu sein und fortwährend mit Achtsamkeit und Gewahrsein zum Wohle anderer zu wirken. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Das ist die Zusammenfassung. Nichts mehr zu sagen. 37. Damit all das Heilsame, das solch ausdauerndes Üben bewirkt, tatsächlich das Leid der unzähligen Wesen auflöst, sei dieses Heilsame mit einer Weisheit, die völlig frei von der dreifachen Fixierung ist, dem vollkommenen Erwachen gewidmet. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. So manche von euch kennen das schon, was mit Widmen gemeint ist. Ich erkläre noch mal kurz diesen doppelten Prozess. Der erste Teil des Widmens ist so etwas wie ein Herschenken. Was immer jetzt an Gutem entstanden ist, dadurch, dass wir hier zusammensitzen und uns austauschen, den Dharma miteinander teilen, möge all das dem Wohl aller Lebewesen geschenkt sein, dem Erwachen aller. Das ist so dieses, das ist auf der dualistischen Ebene ein Herschenken, eine Handlung der Freigebigkeit, die was immer Gutes wir erlebt haben oder getan haben, besiegelt. Das ist so einzig. Und dann, nachdem man es hergeschenkt hat, kommt der zweite Teil, und das ist das Innere, soll man sagen, sich so draus lösen, so loslassen, dass das echte Gefühl entsteht, na, gar niemand hat irgendetwas getan. Das ist so, man nennt das mit dem Besiegeln durch Leerheit. Besiegeln durch das Erkennen der nicht fassbaren, leeren Natur des eigenen Seins. Da war gar niemand, der irgendetwas Wunderbares gemacht hat. Ich stehe auf aus der Meditation oder ich beende meine kleine heilsame Handlung oder große heilsame Handlung, was auch immer, mit einem Gefühl, ja, war nichts. War nicht kein Abwertendes, sondern niemand hat je irgendjemandem etwas Gutes getan. So. Im vollen Bewusstsein der nicht fassbaren Natur von Subjekt, Objekt und Handlung. Das ist dieses Dreifache. Ne? Und ich sage euch, das gibt so eine Frische. Das ist genau das Mittel, was es braucht, damit sich nicht noch im Nachhinein die Ich-Bezogenheit, die heilsame Handlung schnappt und sich daraus ein spirituelles Ego aufbaut. Genau das. Und das gibt solch eine Frische und Unbefangenheit. Wir sind dann gar nicht dabei, unsere Biografie so ein bisschen spirituell aufzuhübschen. So, sondern wir sind einfach, wie wir sind. Es handelt. Das heilsame Handeln geschieht und so in der Zwischenstufe hat man das Gefühl, wirklich einfach Instrument zu sein und irgendwann hört man auf, sich darüber Gedanken zu machen. So. Es passiert einfach. Und das macht einen so frei. Das ist natürlich nachher, bei der Widmung ist das noch Teil der bewussten Übung. Herschenken und lassen. Und diese Haltung des Herschenkens und Lassens, die beginnt dann auch schon am Anfang und in der Mitte der Handlung sich einzustellen. Das ist nicht erst am Ende der Handlung. Die ganze Zeit schon kann es so sein, dass es einfach fließt, dass es einfach zugelassen wird. Und die Widmung, die bezieht sich immer auf das vollkommene Erwachen, also auf das Grenzenlose, auf das, wo das gesamte Potenzial freigesetzt ist. Und das ist freigesetzt, wenn wir frei von den drei Fixierungen sind. Deswegen ist die Widmung eigentlich ein Moment des Erwachens. Eigentlich ist das so. Ein Moment des wachen, nicht fixierenden Seins. Besiegelt, was auch immer wir an Aktivität in der Welt getan haben. Gibt es zu diesen letzten drei Versen noch Fragen? Ja. Ich würde mich gerne ein bisschen mehr befassen.
Ja, diese fünf Schritte. Jedes Mal, wenn ich die erwähne, dann kommt jemand und möchte sich noch mehr damit befassen. Also fünf Schritte. Und das ist die Zusammenfassung von sieben unterschiedlichen Weisen, die Buddha Shakyamuni empfohlen hat, mit Emotionen umzugehen. Der erste ist Raum schaffen, innehalten heißt der, innehalten. Also, wenn wir bewusst werden, was gerade für ein Geisteszustand in uns ist, der uns eng macht, dann erstmal nicht weitermachen, sondern innehalten, Raum schaffen, gucken, was ist eigentlich los. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist, das tun, was heilsam ist. Das tun, was den Geist öffnet. Den Geist dahin wenden, wo er sich wieder löst. Man nennt das Anwenden von Heilmitteln. Zweiter Schritt, Anwenden von Heilmitteln. Das tun, was heilsam ist. Also, Beispiel, es ist ja besser, Beispiele zu geben, wenn ich mich ärgere über jemanden, in dem Moment könnte ein direktes Heilmittel sein, zu sehen, wie gefangen die andere Person in ihrer Emotion ist. Das entspannt meinen Ärger, wenn ich sehe, wie unfrei die andere Person eigentlich ist. Dass sie aus ihren emotionalen Mustern völlig gefangen reagiert. Ja, so etwas ist direkt öffnend. Gibt viele solche Beispiele. Dann drittens, die Sicht ändern. Eine andere Sicht einnehmen. Das sind so Instruktionen oder Haltungen, wenn wir sagen, oh, etwas Schwieriges passiert, ja, etwas richtig Schwieriges, mir wird gekündigt, zum Beispiel, ich verliere meinen Job. Und andere Sicht, ich bin verzweifelt, ich bin traurig, ich fühle mich ungerecht behandelt und jetzt geht es nicht um ein Gegenmittel, sondern es geht um eine andere Sicht. Das wäre zum Beispiel zu sagen, da wird schon etwas Gutes daraus entstehen, dass diese Situation ist meine Lehrerin und tatsächlich werde ich daran wachsen. Ja, so, das ist andere Sicht. Das ist nicht das direkte Gegenmittel, sondern das Ganze wird in eine andere Perspektive gesetzt und, es könnte auch einfach der Anfang von etwas noch Unbekanntem, erfrischend Neuen sein, was im Grunde genommen mir mehr Möglichkeiten gibt, als wenn ich da hätte weitermachen können. So, das ist so eine typische Änderung der Sichtweise oder eine etwas weniger bekannte Änderung der Sichtweise ist, ich habe eine starke Emotion. Starkes Verlangen zum Beispiel nach etwas oder nach jemandem. Und in dem Moment erinnere ich mich an meine eigene Natur als Tara Chenresig, als potenzieller Buddha. Eine ganz andere Sicht von mir selbst. Und wie ist es, wenn ich jetzt mich als Buddha spüre? Und plötzlich ist das mit dem Verlangen, was vorher da war, so anders geworden. Weil ich mich mit einer Intuition verbunden habe, die mir eine andere Sicht der Welt ermöglicht. Das nennt man auch umwandelnde Sicht. Das ist auch noch der dritte Schritt. Und der vierte Schritt ist, die Emotion selber direkt anzuschauen. Stolz? Wo ist er denn? Wer ist da? Wer fühlt sich da besser oder schlechter als andere? Wo? Wer denkt da? Wer meditiert? Das sind diese Fragen, wo man in das stolze Subjekt schaut oder wo ist der Stolz? Wo ist der Ärger? Wo ist das Verlangen, die Begierde? In die Emotion, also in die Geistesbewegung, die man für real existierende Begierde hält, die einen fast zwanghaft handeln lässt. Diese Blase platzen zu lassen, das nennt man die Natur der Emotion betrachten. Da kann man entweder in die Subjektillusion oder in die emotionale Illusion hineinschauen. Und wenn man das kann, dann kann man auch Emotionen als Weg nehmen. Da kann man sagen, okay, her damit, wunderbar, endlich wieder eine Emotion, schon lange keine mehr gehabt. Kann ich wieder hineinschauen. Das nennt man Emotionen als Weg nehmen, fünfter Schritt. Dieses Thema interessiert
Viele. Es ist absolut praxisrelevant und wäre die konkrete Anwendung hier von Vers 36, den wir ja als die Zusammenfassung nehmen können, bei jeglicher Aktivität, was immer wir tun, uns des eigenen Geisteszustandes bewusst zu sein. Das ist wahrnehmen und dann das tun, was heilsam ist. Also so wie in Vers 35 beschrieben, sobald sie sich nur zeigen, unsere Praxis darauf anwenden. Innehalten. Erster Schritt. Verwirrung, innehalten. Moment mal. Setzen lassen. Gucken. Atmen statt zu handeln. Atmen, spüren. Wie sich das klärt. Pause einlegen. Mache ich auch. Ist bei mir auch manchmal, dass einfach irgendwas zu viel wird und dann ist für mich auch innehalten angesagt. Sitzen bleiben oder hinsetzen. Das ist, wo andere Leute gehen und eine Zigarette rauchen. Ja, das ist deren Innehalten. Ne? Ja. Wie gehe ich mit fremden Emotionen aus, zum Beispiel bei Kindern? Ja. Du meinst das, was sie bei dir auslösen? Wenn ja, also wenn jetzt zwei Kinder, zum Beispiel meine Großkinder, bei mir sind, bei uns sind, und die Krieg steigt. Ja. Dann sind die Emotionen bei diesen Kindern. Ja. Aber ich bin ja hier im Prinzip auch ein bisschen beteiligt. Ja. Ich bin ja auch dabei. Ja. Aber ich spüre ja die Emotionen zwischen den zwei nicht. Ja. So wie sie sie. Natürlich spielen. Nicht. Natürlich, du spürst nur deine eigenen. Wie geht es da? Wie kann ich damit umgehen? Ja, auch weißt du, ich glaube, das tust du schon so, dass du beide versuchst zu verstehen aufgrund deiner eigenen Lebenserfahrung. Wie sich das wohl anfühlt. So und so. Hm? Ja, das ist aber manchmal sehr schwierig. Ja, und dann möglichst keine Partei ergreifen. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das Einzige, was ich tun kann, ist, beide Seiten emotional mitzuempfinden, so wie sich das anfühlen kann und was da für Kräfte wirken. Und dann sowohl dem einen wie dem anderen Kind helfen, in sein inneres Gleichgewicht zu finden, also wieder zu sich zu finden. Die sind ja, die haben sich ja dann ein bisschen verloren an ihren Emotionen. Also am besten geht es um Nancy und spricht damit mit ihr. Genau, das ist eine sehr bewährte Methode, wenn du es hinkriegst. Und wenn du als geschickter Großvater jedem von beiden in der Situation einen Satz sagen kannst, der sie genau da beruhigt, eine gewisse Lösung bringt, wo sie gerade angespannt sind, dann schaffst du es sogar vor Ort. Dass auch einen Impulse geben können. Ja, und dass beide sich gesehen fühlen. Beide, es ist nicht verurteilt, sondern sich gesehen, gehört fühlen. Ja, keine einfache Aufgabe. So würde ich es machen. Also wenn zwei sich streiten, was ich glaube, ich bin ja kein Großvater, ne? Es passt ja trotzdem mal, dass ich Menschen in meiner Gegenwart in die Haare kriege. So. Colette? Ja, das ist ja nett. Lisa? Ich habe etwas entdeckt, was ich eigentlich sehr wichtig finde. Da hat man etwas erlebt mit jemandem. Und dann kommt man heim und hinterher kommt es nochmal hoch, man betrachtet es nochmal. Und dann stelle ich fest, dass plötzlich die Mühle anfängt zu laufen und dass da allerhand negatives Zeug drin kommt. Und dann habe ich entdeckt, eigentlich war die Begegnung in Ordnung. Und dann kommt negatives drin und das bewirkt dann, dass die Innenbeziehung auseinandergeht. Und das heißt, dass man da praktisch soll aufpassen, und gewahr werden und innehalten und das ändern. Genau. Genau. Und das kann ganz große Auswirkungen haben, wenn man nicht aufpasst, wie das läuft und das da schlägt alles da. Ja.
Das verstehe ganz, ich auch. Ganz groß, ganz groß. Ja, das verstehe ich auch so, ja. Ich finde es sehr wichtig, wenn man das in den Griff kriegt und ordnet. Da gibt oder wird vieles harmonisch, wenn man da aufpasst und es in Ordnung hält. Es ist gut, wenn wir da uns an die Tatsachen erinnern, wie es war, und eine klare Unterscheidung machen mit den Interpretationen, den emotionalen Interpretationen, die sich dann nachträglich noch einstellen und die eine selbstverstärkende Wirkung haben. Das immer wieder sich erinnern, schau, so war es, das ist passiert, das ist gesagt worden und mehr weiß ich auch nicht, ja? Alles andere ist nur Vermutung und Projektion. Es ist schön, wenn man so mal langsam beobachten kann. Ja. Und manchmal gelingt es sogar, dass sich sofort ändert. Also nicht das, was plötzlich will kommen, das schlechte oder böse Gedanken, verschiedene Gedanken. Und wenn man es dann beobachtet, plötzlich stoppt es. Und manchmal kann ich sogar erleben, direkt, wie sich das System umkippt und wieder positiv wird. Das hat, was du beschreibst, hat damit zu tun, dass sich ein größerer Teil unserer emotionalen Geistesbewegung bei mangelndem Gewahrsein entwickelt. Wenn richtiges Gewahrsein reinkommt, wenn man es merkt, dann schaffen die es nicht mehr, sich zu entwickeln. Die brauchen so eine Halbwachheit, so eine Halbbewusstheit. Da gedeihen unsere Emotionen. Wenn sie ins volle Scheinwerferlicht unseres Gewahrseins geholt werden, da geht's nicht weiter. Da ist abrupt Schluss oft. Nicht immer, aber oft. Einerseits die Emotion und dann zugleich auch das schlechte Wissen, dass ich die Emotion habe. Aber bei der Bearbeitung kann man das einfach in anders nehmen. Ja, kannst du mal versuchen, bei der Bearbeitung. Das mit dem Zweiten, da sollten wir ganz schnell mal aufräumen damit. Schlechtes Gewissen, die Emotionen zu haben. Also das braucht mal intensive Arbeit, dass ich akzeptiere, ganz Mensch zu sein. Und dass ich durch und durch Emotion bin. Wenn ich das mal eingesehen habe, tief dann und angenommen habe, dann haben wir wenigstens diese zusätzlich verschlimmernden Schuldgefühle nicht mehr und die Scham. Dann können wir uns der Primäremotion zuwenden. Und dann, das muss man nicht ständig neu machen, aber es braucht auch mal, es braucht, dass wir uns dem intensiv zuwenden und merken, hey, ich bin hier nicht auf einem buddhistischen Trip, immer heiliger zu werden. Ich bin einfach Mensch und mein Weg besteht darin, ganz Mensch zu sein. Und ich bin durch und durch Emotion. Ich bin Bewegung, in Bewegung und so vieles rührt mich an, vieles. Viel mehr, als ich mir eingestehe, bringt mich in Wallung. Und das scheint irgendwie die Natur des Menschseins zu sein. Das tief anzunehmen und keine weiteren Schuldgefühle zu nähren, das wäre die erste Aufgabe. Und dann können wir uns ein bisschen direkter dem zuwenden, was da eigentlich los ist. Also das empfehle ich allen, was ich jetzt gerade so was dir antworte. Das ist wahrscheinlich in allen spirituellen, religiösen Kreisen so, dass wir eine Versammlung sind von welchen, die es besonders gut machen wollen. Und das macht es nicht nur leichter. Das genau könnte Teil davon sein, was uns unauthentisch macht. Und was uns es nicht so ermöglicht, so klein zu schauen. Was unserem Selbstbild nicht entspricht. Ist das nicht der richtige Emotion, wenn man jetzt mit dieser Welt, mit diesen Flüchtlingen, wo man doch so traurig wird, ganz stark ist, und man kann nicht viel machen, das ist ja eine reale Sache. Wie muss ich mit dieser Sache umgehen, wenn das mich so bedrückt? Und also, mit viel Weisheit. Wenn mich real stattfindende
real stattfindendes Leid in dieser Welt bedrückt, an dem ich nichts ändern kann, dann kann ich nichts ändern. Das gehört auch zu den Realitäten des Lebens. Dann auch sein zu lassen. Da Weisheit sagt, ändere das, was du ändern kannst und ja, akzeptiere den Rest. Das ist Weisheit, Volksweisheit. Und das tief zu Herzen zu nehmen, mit auch diese Ohnmacht, wie ohnmächtig wir sind, gegenüber so vielen Dingen, die wir ständig hören, damit weise umzugehen. Ich glaube, wir haben dieses Thema schon mal gehabt. Wir sind belastet, wir reagieren emotional auf so viele Nachrichten, die von weit weg kommen, weit weg vom ganzen Planeten. Ich habe eine Brasilianerin, die jetzt ins Retreat geht, gerade oben im Grünen Baum in Lenzkirch, und die war nur kurz im Kurhaus unten, um ein paar Formalitäten zu regeln, musste was per E-Mail wegschicken und geht ins Internet und hört furchtbare Nachrichten über Brasilien. Es geht ja dort konstant bergab, die ganze Zeit. Sowas von traurig, so wie du mit den Flüchtlingen. Aber konkret hat sich gar nichts geändert im Leben. Konkret bist du einem Flüchtling begegnet, dem du nicht helfen konntest. So oft ist es einfach Information, abstrakte Information, die wir uns reinziehen, als wäre es das konkrete Erleben. Und das ist ungesund. Da müssen wir lernen, und das ist jetzt auch die Empfehlung, zu merken, hey, diese Gefühle sind jetzt entstanden aufgrund von Nachrichten im Fernsehen oder in der Zeitung. Ja? Ich schaue gar nicht. Schaust schon gar nicht mehr, schützt dich schon. Gell? Und dann zu merken, ja, das wurde getriggert, das wurde ausgelöst, ich habe es gehört, gesehen habe, und es ist eine Bewegung im Geist, eine Welle, die ich einfach lassen kann, wie sie ist. Dann löst sie sich sofort auf, Welle, die durchrauscht. Bewegung, und schon kommt die nächste Geistesbewegung. Aber wenn ich dran festhalte, dann vergegenständliche ich dir ja noch. Dann mache ich daraus mein Tagesproblem, obwohl ich gar kein Problem habe. Alles bestens. Und wenn ich Flüchtlingen begegne, bin ich schon vorher traurig und fühle mich ohnmächtig und so. Die wollen doch meine Freude, die wollen meine Unterstützung. Wenn die sehen, dass wir Schweizer, deutschen Bürger, denen so gut sind, so traurige Mienen machen, dann denken die sich, was ist denn los bei denen? Die haben doch gar nichts Schlimmes erlebt. Die haben alles, was sie wollen und laufen rum, als hätten sie irgendwie die schlimmsten Nachrichten gehört. Dabei ist es doch mein Leid, von dem sie erfahren. Ja? Also das nennt man Identifikation mit dem Leid anderer. Ungesund. Braucht es viel Weisheit zu sehen. Nee, ist erstens nicht hilfreich, zweitens ist das nicht die Natur dieser Emotion, sie so festzuhalten. Ist genau wie mit der Trauer, wenn jemand stirbt. Wenn jemand stirbt, jemand, der uns ganz nahe ist, klar gehen da heftige Schmerzwellen von Trauer durch uns. Aber jeder, der sie durchrauschen lässt, kann auch schon eine halbe Stunde später wieder freudig sein und zwei Stunden später wieder todtraurig und danach wieder freudig und wird merken, dass es Wellen sind, die mit Abstand von dem Verlust, vom Tod des geliebten Menschen auch tatsächlich weniger werden. Das ist die Natur der Dinge, aber so eine konstante Trauer, das ist Festhalten, das ist richtiges Festhalten, wo man nicht mehr die anderen Geistesbewegungen zulässt, wo man eine Form des Erlebens immer wieder stärkt. Also da würde ich wirklich empfehlen, den Geist weit zu machen und zu merken, ah, die Sonne scheint, oh, die Pflanzen auf dem Balkon gedeihen auch prächtig. Und schon ist ein Moment von Freude da und den zuzulassen. Und auch da gibt es eine grundlegende Betrachtung, die total hilfreich ist. Samsara is no fun. Samsara ist kein Spaß. Und wird es nie sein. Ganz grundlegend. Wir müssen uns klar sein darüber, dass diese Welt, solange sie mit denselben Prinzipien der Ich-Bezogenheit funktioniert, nie prinzipiell anders sein wird. Geht gar nicht. Es ist in der Natur der Sache. Das ist so, dass Ich-Bezogenheit Leid hervorruft. Auch damit müssen wir unseren Frieden finden.
Das wird immer so sein. Das ist wirklich Sisyphus-Arbeit zu meinen, da könnte man was ändern. Wir helfen den Menschen, denen wir begegnen, da können wir was ändern. Aber denken wir nicht, dass wir die Welt ändern würden. Es müsste sich ja bei allen auf dem Planeten eine, sozusagen die kritische Masse der Menschen müsste sich ändern und in eine ganz andere Motivation und Sichtweise hineinfinden. Dann könnte auf dieser Welt was anders laufen. Wir werden nicht aufhören, dafür zu arbeiten, deswegen sitze ich ja auch hier. Aber uns der Illusion hinzugeben, es könnte wirklich besser sein, das wäre naiv. Geht nicht. Was sind Emotionen? Wie ist das, wenn ich das in der Zeitung lese? Also Volksgrote war es nicht mehr. Nein, ich mag das nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Ich will es nicht da haben. Verdränge ich dann? Das heißt, dann bin ich nicht ganz Mensch. Ich selbst, oder? Kannst du sehr schnell rausfinden. Wenn die Reaktion in dir ist, will ich nicht haben, will ich nicht wissen, hätte ich lieber nicht gelesen, da weißt du, sind verdrängende Prozesse. Wenn du merkst, oh, ist stark, löst unglaublich viel bei mir aus, kann ich gerade nicht mit umgehen, nähere ich jetzt nicht weiter, dann hast du es erstmal ins Bewusstsein geholt, hast es angenommen, dass es so ist und lässt es einfach sein. Das ist eine andere Form, damit umzugehen. Du brauchst dich nicht weiter damit zu beschäftigen. Aber wie du mit dem, was da ist, gut, es hat dich erwischt, die Nachricht, du hast sie gesehen, die Nachricht, okay. Nimm sie wahr, und du merkst, wie stark das ist und du lässt es sein. Du entscheidest dich deinem Bewusstsein auf was anderes aus. Das ist kein Verdrängen, wenn du auf etwas anderes ausrichtest. Aber wenn diese starke Weg, ne, kann ich nicht haben oder sogar mit leugnen, ist doch gar nicht wahr und was, und dann diese ganze Abwertung, was schreiben die das auch immer in die Zeitung rein und. Da merkt man, da sind diese verdrängenden Prozesse im Gang. Kannst du selber rausfinden, kannst du selber wissen. Ich finde es schwierig, wenn ich mit jemandem zusammen bin und wenn ich eine Person, wo ich sehe, sie ist sehr von Emotionen gesteuert, hält fest daran und erwartet eigentlich, dass ich da mitschwinge. Und das will ich nicht, ganz bewusst nicht. Und das nicht machen und trotzdem aber die innere Verbindung. Stehen zu lassen, wie ich seine Antwort fand. Täglich. Fast in jeder Situation. Das Mitgefühl und die Weisheit, die beiden, die machen das möglich, da mitzuschwingen, ohne in den Film einzutreten, ohne sich mitverstricken zu lassen. Mitgefühl und Weisheit. Aus Liebe zu der Person. Ja, präsent bleiben, ja, ich kann dich verstehen und Weisheit, innerlich frei davon, lass mich nicht reinziehen. Gib mir die Klarheit, deutlich zu spüren, dass ich an einem anderen Ort bin. Was glaubst du, was Dharma-Lehrer praktizieren? Das, was du beschreibst. Nach Möglichkeit immer mitschwingen und nicht in den Film hineingehen, nicht sich drin verwickeln. Nur dann ist es uns möglich, ein gewisses Licht auf die Situation zu werfen, einen gewissen Rat zu geben oder zu zeigen, wie es ging. Nur wenn wir nicht verstrickt sind. Aber unser Gegenüber muss sich angenommen fühlen, muss sich gehört, verstanden fühlen. Nur dann kommt das auch an. Jeder Mensch, der in einer Emotion ist, möchte, dass andere ganz auf seiner Seite steht. Ganz klar. Dann ist die Welt in Ordnung. Das ist fast dasselbe. Wir haben immer den Mensch, der gegenüber ist doch auch ein Geschenk, der Geschöpf Gottes. Und das zu realisieren, zu begreifen, so dass es mir gut geht, das habe ich immer sehr schön. Ganz schwierig, aber das ist genau, was hilft. Das nennt man, das wäre in den 5 Schritten, wäre das Punkt 3, Änderung der Sichtweise, was du jetzt gerade beschreibst. Das ist eine Sicht, die dir hilft, jeden als Geschöpf Gottes zu betrachten.
Ja, die Sicht, die hilft. Ja, schon ist mehr Raum da. Lasst uns noch ein bisschen meditieren zum Abschluss. Als Einstieg lese ich der Vollständigkeit halber nochmal die kursiv gesetzten Zeilen. Übereinstimmung mit den Lehren der Sutras, Tantras und Kommentare sowie den Worten der authentischen Meister habe ich diese 37 Bodhisattva-Praktiken für all jene zusammengestellt, die den Bodhisattva-Weg erlernen möchten. Da meine Intelligenz und Bildung gering sind, wird mein Stil die Gelehrten wohl kaum erfreuen. Doch da ich mich auf die Sutras und die Worte der Verwirklichten gestützt habe, halte ich diese Bodhisattva-Praktiken für fehlerfrei. Aber da jemand mit geringen Geisteskräften wie ich die großen Wellen der Aktivität der Bodhisattvas nur schwer in ihrer vollen Tiefe ermessen kann, bitte ich die edlen Meister um Nachsicht bei Widersprüchen, Ungereimtheiten und sonstigen Fehlern. Dem möchte ich mich als Lehrender hier auch anschließen. Mögen durch das aus diesem Text entstehende Heilsame alle Lebewesen dem Beschützer Avalokiteshvara gleich werden und wie er aufgrund des letztendlichen wie auch des relativen höchsten Bodhicitta weder im extrem samsarischer Existenz noch im extrem nirvanischen Friedens verweilen. Das war also der Text von dem Mönch Togme Sangpo, 1295 bis 1369. Zum eigenen Wohl und dem der anderen, geschrieben in der Juwelenhöhle von Mülchu, das heißt die Quecksilbergegend im westlichen Zentraltibet. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich. Und danke meinen Lehrern, die mir diesen Text übertragen haben und die Erklärungen und es vorgelebt haben, wie es sich anfühlen könnte, das umzusetzen. Ich wünsche euch alles Gute.